Liebe Bürger, liebe Bürgerinnen, liebe Heilbronner, liebe Heilbronnerinnen, heute ist der 25.08.2021. Ein großer Sohn unserer Stadt feiert heute seinen 200. Geburtstag. Er sagte einmal: Sprich, wie du denkst, und handle, wie du sprichst. Ein Motto, das Politiker von heute scheinbar immer wieder vergessen. Ich rede von keinem Geringeren als von Ludwig Pfau. Er eckte immer wieder mit der Obrigkeit an. Und trotzdem verlieh ihm unsere Heimatstadt Heilbronn die Ehrenbürgerschaft. Er selbst sagte einmal: Ich bin ein Kind vom Volke und will es bleiben. Und die vornehmen Kanaillen will ich zwiebeln, wo ich kann. Also, liebe Bürger, liebe Bürgerinnen, machen Sie es wie unser Ludwig Pfau. Schreien Sie auf, wenn Ihnen irgendetwas nicht passt. Herzlichen Glückwunsch zum 200. Geburtstag. Wie schön, dass es doch noch geklappt hat. Ich als Denkmal in Heilbronn? Meine Freunde und Verehrer riefen ja schon am 31. März 1900 auf, für ein Denkmal von mir in Heilbronn zu sammeln. Leider war die gesammelte, doch erstaunlich geringe Geldsumme nach der Inflation 1923 komplett weg. Wenn ich so darüber nachdenke, in 23 Jahren nicht das Geld zusammenbekommen für ein Denkmal, da scheinen meine Freunde ja mit Hochdruck gesammelt zu haben. Mann, 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 alles muss man selber machen. Die Statue, die stand vor 2 Tagen noch nett hier. Hä, wer ist das denn? Ludwig V. Die haben den Typen ja nach meiner Grundschule benannt. Da wurde es aber Zeit für ein Denkmal, wenn mich die heutige Jugend nicht einmal kennt. Aber was ist das? Nein, das können Sie doch nicht ernst meinen. Stellen die mich zu diesem gemeinschädlichen Giftjunker. Wie war ich froh, als er 1890 zurückgetreten war. Das war in dem Jahr meine einzige Freude. Und jetzt soll ich hier die nächsten 1000 Jahre stehen? Nein, nein, nein! Dieser säbelschwingende Junker hat Deutschland ökonomisch, moralisch und intellektuell in den Ruin getrieben. Immer nur Geld fürs Militär. Die Wirtschaft war ihm doch scheißegal. Seine strengen Gesetze hat doch nie einer verstanden. Presse und Meinungsfreiheit waren für ihn doch nur Fremdwörter. Wenn ich nicht schon so lange tot wäre, hätte es mich spätestens jetzt dahin gerafft. Das war der schwärzeste Tag meines Lebens, als Otto von Bismarck 1862 preußischer Ministerpräsident wurde. Dieser Psychopath hat mit, wie er selber sagte, Eisen und Blut die großen Fragen der Zeit entschieden. Er war einer der größten Verbrecher unserer Geschichte. Hey, Bismarck! Föderalismus wäre doch die Lösung gewesen! Die Länder hätten sich nur zu einem Gesamtstaat zusammenschließen müssen. Fertig! Jedes Land oder Bundesland hätte eigene Rechte gehabt. Die können doch selber besser einschätzen, wo die Probleme in ihrer Region sind. Wer braucht einen Zentralstaat, Bismarck? Außerdem wird beim Föderalismus verhindert, dass zu viel Macht von wenigen Personen ausgeht. Aber genau das wolltest du ja vermeiden.
Oh, wie schön. Otto von Bismarck. Der wunderbare Reichsgründer. Das war noch eine Führungspersönlichkeit mit Format. Er gründete damals den deutschen Nationalstaat. Für diese Einheit führte er einen Krieg nach dem anderen. Die Krankenversicherung hat er eingeführt. Das war keine richtige Krankenversicherung. Es gab keine Arztkostenerstattung, sondern nur eine Überlebenshilfe für die Zeit des Verdienstausfalls während der Krankheit des Haupternährers. Und die Altersvorsorge auch. Die Altersvorsorge, ich lach mich tot. Das war ein Taschengeld. Und es wurde vorausgesetzt, dass man im Alter kostenlos bei Angehörigen lebt und von ihnen betreut wurde. Hallo? Bismarck ist eine absolute Witzfigur. Wer ist das denn? Ludwig V. Ehrenbürger von Heilbronn. Habe ich ja noch nie gehört. Ah, eine Pfauenfeder. Ist wahrscheinlich ein Zoologe. Naja, das ist nicht so meine Welt. Ich hab's mehr mit der Politik. Habe ich sogar die Bismarck-Heringe erfunden. Toller Mann. Das wollen wir doch mal sehen. Ich sorge selbst dafür, dass ich woanders aufgestellt werde. Alles muss man selber machen. Zu Lebzeiten habe ich in der Frankfurter Zeitung mal den prügelnden Schulmeister Wackel erfunden. Damit was natürlich du gemeint, Herr von. Das hat jeder verstanden. Mein damaliger Freund und Redakteur Otto Hört musste sogar dafür einen Monat ins Gefängnis, weil deine Zensur sowas natürlich nicht zulassen konnte.